Heute zeige ich euch die meiner Meinung nach 10 besten PlayStation 2 Spiele überhaupt. Moin, 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 was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu meinen Lieblingsspielen auf der PlayStation 2 und uiuiui, was soll man zu dieser grandiosen Konsole nur sagen? Allein schon im ersten Jahr, noch bevor die technisch eigentlich stärkeren Xbox und GameCube überhaupt an den Start gingen, gab es für die PlayStation 2 Spiele wie GTA 3, Final Fantasy 10, Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2, Devil May Cry, Onimusha, Ico, Gran Turismo 3, SSX oder Tony Hawk Pro Skater 3. Das sind fast alles ausnahmslos All-Time-Classics, die es zu der Zeit einfach nirgendwo anders bzw. nirgendwo besser gab. Und naja, das war nur ein Teil des Startjahr-Lineups dieses legendären Systems. Es verwundert also nicht wirklich, dass die PlayStation 2 bis heute die meistverkaufte Heimkonsole aller Zeiten ist, noch vor der PlayStation 1 und PlayStation 4. Sie bot einfach eine unfassbar große Menge an grandiosen Spielen und deswegen ist euch hoffentlich klar, es mussten harte Entscheidungen gefällt werden, es gibt prominente Opfer und ja, ich weiß, sicherlich ist auch eins euer Lieblingsspiele dabei, aber was willst du erwarten bei einer Bibliothek, die weltweit über 4000 Spiele umfasst und naja, es ist halt meine Liste, ne? Hier sind die 10 besten PlayStation 2 Spiele überhaupt, meiner Meinung nach und sowieso. Platz 10, Pro Evolution Soccer 6. Und ja, ihr wisst, Platz 10 ist bei mir immer so ein bisschen, ich möchte nicht sagen experimentell, aber da versuche ich dann doch irgendwie so außerhalb der Box zu denken. Meistens für irgendwelche Kuriositäten oder Multiplayer-Spiele und ich habe irgendwie auch die ganze Zeit das Gefühl, mich hierfür rechtfertigen zu müssen, aber jeder, der irgendwie Pro Evolution Soccer auf der PlayStation 2 gespielt hat, wird mich hier vollkommen verstehen. Es ist und war zur damaligen Zeit einfach die beste Art, Fußball zu spielen in Videospielform. Da muss man einfach ehrlich sein, FIFA hatte zu der Zeit einfach überhaupt keine Chance gegen dieses grandiose und genial designte Gameplay, was Pro Evolution Soccer zur damaligen Zeit bot. Und ich finde, das Spiel besteht auch heutzutage noch den Test der Zeit. Als ich das für dieses Video wieder angespielt habe, kann ich einfach nur sagen, das spielt sich immer noch großartig. Das ist kein Deut schlechter als ein aktuelles FIFA und ich habe es geliebt, im Pro Evolution Soccer jedes Jahr eine neue Meisterliga zu starten, bei der man mit unbekannten Spielern, und mit unbekannten Spielern meine ich die PES-Legenden Castolo, Minanda oder Ximenez, zu Ruhm zu führen, indem man durch erfolgreiches Spielen und geschicktes Managertreiben über Jahrzehnte eine Star-Mannschaft aufbaut. Das hat einfach Bock gemacht. Fußball geht immer und Pro Evolution Soccer während der PlayStation 2-Ära ist einfach herausragend gewesen. Absolut verdient auf Platz 10. Pro Evolution Soccer, eigentlich die komplette Serie, hier aber repräsentiert mit Teil 6. Platz 9. Beyond Good and Evil. Auch im Bereich des Action-Adventures gab es auf der PlayStation 2 unfassbar viele tolle Abenteuer. Von Ico über Prince of Persia bis hin zu Ratchet & Clank. Aber meine Wahl fiel auf Beyond Good and Evil. Ich liebe einfach dieses kleine, fantasievolle Abenteuer von Ubisoft. Von den charmanten Charakteren bis hin zur grandiosen Spielwelt oder dem mal nicht so wirklich auf Waffengewalt ausgelegten Gameplay, bei dem man halt eher fotografiert und spionieren und stealthen muss, anstatt einfach alles niederzuballern, gefällt mir einfach alles an diesem Spiel. Darüber hinaus begeistert ist man seiner nicht unbedingt großen, aber dafür umso stimmigeren Spielwelt und einer tollen Geschichte. Es ist halt der Inbegriff eines Abenteuerspiels und eine absolute Empfehlung für alle die sich 10, 15 Stunden mal in eine Welt aufsaugen lassen wollen. Einfach ein großartiges Spiel. Platz 9. Beyond Good and Evil. Platz 8. Silent Hill 2. Und ja, das ist ein absoluter Nachzügler in dieser Liste, denn ich habe es erst dieses Jahr durchgespielt, aber es gehört einfach in diese Liste, denn für das, was es ist, ist es großartig. Silent Hill 2 ist nun mal einfach eins der besten Horrorspiele überhaupt. Ob es nun die facettenreiche und schön interpretierbare Story, die dichte Atmosphäre oder das tolle Design der Spielwelt ist, Silent Hill 2 muss man einfach mal gespielt haben und ja, das sage ich als jemand, der es erst nach 20 Jahren getan hat, aber hey, immerhin habe ich das Ganze in Videoform festgehalten.
Es ist halt eins dieser Spiele, die einen auch nach dem Abspann nicht mehr loslassen, von dem man einfach mehr wissen möchte, sich mehr in diese Welt hineinlesen möchte, denn es ist einfach ein fantastisches Erlebnis und mein Platz 8, Silent Hill 2. Platz 7, Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Wo Super Mario 64 oder Banjo-Kazooie den 3D-Plattformern auf dem N64 das Laufen lehrte, zeigte Jack and Dexter auf der PlayStation 2 dem Genre, wie man sprintet. Denn obwohl sich spielerisch diese Games nicht viel nehmen, erlaubte es die bessere Technik der PlayStation 2, Jack und Dexter das Genre irgendwie nochmal weiter nach vorne zu bringen. Die Spielwelt war viel, viel größer und wirkte wie aus einem Guss. Gefühlt konnte man von einem Ende der Map bis zum anderen laufen, ohne dass es eine Pause gab, obwohl da natürlich viele kleine technische Tricks dabei waren. Es gab eine richtige Story mit richtigem Voice-Acting und nicht nur so ein Gebrabbel oder Textfelder. Aber auch in seiner Kernkompetenz hat Jack und Dexter einfach Spaß gemacht. Ob springen, sammeln, erkunden oder das Herausfinden, wie man an die nächsten Precursor-Orbs, also an die Sammelgegenstände kommt, es hat einfach immer Spaß gemacht. Dementsprechend ein absolutes Must-Have für die PlayStation 2 und mein Platz 7, Jack and Dexter 1, The Precursor Legacy. Platz 6, God of War. Ja, Kratos sehr wütendes Debüt war auf der PlayStation 2 und meine Fresse, war das ein Abenteuer. Und obwohl heutzutage natürlich alle vom PlayStation 4 Teil schwärmen und subjektiv gesehen Teil 2 auf der PlayStation 2 vielleicht sogar das bessere Spiel ist, weil es einfach die ausgefeilteren Mechaniken hatte, muss man Teil 1 einfach würdigen für das, was es war. Und das war einfach eins der besten Actionspieler seiner Zeit. Von der coolen Art, wie es seine Story erzählt hat mit den ganzen Rückblicken, über die gewaltigen Ausmaße, die das Spiel sowohl in seiner Optik als auch in seinem Gameplay annahm, bis hin zu seinem grandiosen Soundtrack oder den atemberaubenden Bosskämpfen. God of War ist einfach seiner Zeit voraus gewesen. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Denn das Kampfsystem war einfach so flutschig, elegant und hat einfach Spaß gemacht. Aber das Spiel bot halt nicht nur dieses brachiale Gekloppe, sondern auch immer wieder wirklich herausfordernde Rätsel und ein grandioses Leveldesign. Eine absolute Wucht und eins der besten Spiele für die PlayStation 2. God of War. Platz 5, Resident Evil 4. Die Top 5 startet standesgemäß mit einem der besten Spiele aller Zeiten, meinem Lieblingshorrorspiel aller Zeiten, Resident Evil 4. Ähnlich wie auch God of War war Resident Evil 4 seinerzeit einfach voraus. Durch das Einführen einer neuen Kameraperspektive belebte es nicht nur das komplette Resident Evil Franchise wieder, sondern ebnete auch komplett den Weg für den modernen Third-Person-Shooter. Darüber hinaus war es aber auch einfach ein richtig geiles Horrorspiel. Von den krassen Bossfights bis hin zum geilen Gunplay, Resident Evil 4 schockte genauso, wie es Spaß machte. Optisch war das Spiel auch über allem erhaben und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ist das Spielprinzip von Resident Evil 4 einfach zeitlos. Nicht umsonst konnte Capcom das Spiel mühelos auf nahezu jede folgende Plattform portieren, ohne dass das Spiel jetzt irgendwie negativ auffiel. Ganz im Gegenteil, das Spiel ist auch heute noch absolut grandios und toll spielbar und daher mein Platz 5 auf der PlayStation 2, Resident Evil 4. Platz 4, Shadow of the Colossus. Ja, Videospiele sind Kinderkacke und immer nur ballern und metzeln. Aber es geht auch anders. Es geht auch anders. Shadow of the Colossus war damals eine Offenbarung. Was für ein grandioses Spiel, das einen irgendwie auch so ein bisschen den Spiegel vor die Nase gehalten hat. Ein fantastisches Abenteuer, bei dem man einsam und verlassen durch eine riesige Spielwelt reitet, um dort Kolosse, riesige Titanen, riesige Monster umzubringen. Denn nur so können wir unsere Freundin von den Toten wiederbeleben. Hierfür werfen wir uns also in David vs. Goliath-eske Kampfsituation und erklimmen und besteigen riesige, Kolosse, um ihnen an Schwachstellen, die wir herausfinden müssen, mit Schwerthieben das Leben auszulöschen. Das Ganze getrieben von einem grandiosen Soundtrack und einer wirklich unerreichten Atmosphäre bietet Shadow of the Colossus ein einzigartiges Spielerlebnis, das, die PlayStation 2 an ihr Limit brachte und ein absolutes Flimmerfest ist. Aber hey, bei so einem Spiel kann ich nicht anders als drüber hinwegsehen. Einer meiner All-Time-Favorites für die PlayStation 2. Platz 4, Shadow of the Colossus. Platz 3, Final Fantasy X.
Mein Lieblingsgenre und auch mein Lieblingsfranchise in diesem Genre war natürlich auch prominent auf der PlayStation 2 vertreten. Und hier sticht natürlich Final Fantasy X heraus. Nicht nur, dass es das erste Spiel in komplett 3D-Grafik und mit Sprachausgabe war, nein, es war auch das letzte Spiel mit einem rundenbasierten Kampfsystem. Und obwohl heutige Spiele in Echtzeit natürlich auch Spaß machen, rundenbasierte Kämpfe sind einfach irgendwie ein Stück Rollenspielgeschichte. Und selten machte es ein Spiel besser als Final Fantasy X. Nicht nur, dass ihr hier anhand eine Anzeige sehen konntet, wann der nächste Charakter an der Reihe war, sondern ihr konntet auch im Kampf Charaktere auswechseln und euch so der jeweiligen Situation anpassen. Das machte diese rundenbasierten Kämpfe sehr dynamisch, sehr taktisch und machen es bis heute für mich zu einem der besten rundenbasierten Kampfsysteme in der Final Fantasy Geschichte. Auch der Cast und die Story waren natürlich wirklich toll. Als Blitzballspieler Tidus strandet ihr, nachdem ihr vom riesigen Ungeheuer Sin angegriffen werdet, in einer völlig fremden Welt und findet auf einmal heraus, dass eure Heimatstadt Xanakind schon vor 1000 Jahren untergegangen ist. Was ist hier passiert? Was hat es mit Sin auf sich und wieso sind 1000 Jahre vergangen? Diese spannende Geschichte, bei der ihr Yuna, eine Beschwörerin oder Medium oder wie es hieß, begleitet, um Sin schlussendlich zu besiegen, ist nicht nur wirklich spannend, sondern auch herzzerreißend und bis heute eine der besten Final Fantasy Geschichten. Ein absoluter Klassiker und wie ich immer finde, ein richtig guter Einstiegspunkt, wenn ihr euch mal die Final Fantasy Reihe anschauen wollt. Platz 3, Final Fantasy X. Platz 2, GTA Vice City. Yo, Leute, ich weiß, GTA 3 war der bahnbrechendere Titel und San Andreas ist das erfolgreichste PlayStation 2 Spiel überhaupt und für viele wahrscheinlich auch das beste, aber nee. Für mich war und ist es immer Vice City gewesen, der beste Grand Theft Auto Teil überhaupt. Und das lag natürlich hauptsächlich an seinem Setting, denn spieltechnisch nimmt sich die Reihe ja nicht viel. Ja, San Andreas hatte ein paar ausgefeiltere Mechaniken mit seinen Rollenspielsystem, aber ist mir egal. Vice City ist das beste GTA. Mir hat es einfach so unfassbar viel Spaß gemacht, durch ein quasi Miami der 80er Jahre zu fahren, dem grandiosen Soundtrack zu lauschen und als Tommy Vercetti ein Scarface-eskes Abenteuer im Gangster-Milieu zu erleben. Aber grundsätzlich kann man hier auch jeden anderen GTA-Teil wählen. Der euch halt am besten gefällt, setzt ihn hier auf 2, aber PlayStation 2 ohne GTA, ohne 3D-GTAs, das geht einfach nicht und es muss hier so weit oben auf die Liste. Eins meiner Lieblings-Open-World-Spiele aller Zeiten, Grand Theft Auto Vice City. Platz 1, Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Wie sollte es anders sein? Und es war auch eine schwere Entscheidung, denn Metal Gear Solid 2 ist ähnlich gut und es war glaube ich mein erstes PlayStation 2 Spiel überhaupt. Aber im Nachhinein konnte ich mich einfach nicht der Qualität und Genialität von Metal Gear Solid 3 entziehen. Ob es nun die ausgefeilteren Gameplay-Mechaniken war, wo man sich jetzt auch selbst verarzten und auch selbst tarnen musste, das tolle, einzigartige Setting im Kalten Krieg Anfang der 60er Jahre, die grandiosen wie genialen Bosskämpfe oder generell einfach diese völlig abgedrehte, aber hinten raus auch so emotionale Geschichte. Metal Gear Solid ist einfach wow. Es ist der beste Teil, wenn auch sehr knapp, vielleicht vor Teil 1 der Reihe. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Das hat mich einfach damals so umgehauen. Und obwohl man sagen muss, es ist nicht so gut gealtert. Es ist heutzutage echt, man muss sich wirklich drauf einlassen. Ich habe es für dieses Video natürlich auch gespielt nochmal. Und es ist alles altbacken, aber es geht halt um dieses Erlebnis. Und ja, ich weiß, nicht jeder mag die Art, wie Hideo Kojima Spiele macht, sprich 50% Gameplay, 50% Cutscenes. Aber hey, wer sich drauf einlässt, bekommt hier wirklich ein grandioses, geniales, kreatives, bahnbrechendes, teilweise witzig, teilweise dritte Wand brechendes, herausragendes Stealth-Action-Abenteuer und gleichzeitig mein absolutes Lieblingsspiel für die PlayStation 2. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ja, das waren die 10 besten Spiele für die PlayStation 2. Das waren meine Lieblingsspiele und ja, das war, finde ich, eine sehr klassische Auswahl, ne? Alles irgendwie wohlbekannte Blockbuster, aber Ehre wem Ehre gebührt, ne? Nicht umsonst sind diese Spiele bis heute als Klassiker bekannt und es war wirklich nur ein kleiner Teil von großartigen Spielen, die die PlayStation 2 zu bieten hat. Dementsprechend bin ich natürlich auch gespannt. Was sagt ihr? Was sind eure Lieblingsspiele auf der PlayStation 2? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen und denkt dran,
Ja.